Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K15 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weeble Games for You. Bup, 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 bup. Gucken, gegen wen wir heute spielen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Müssen wir mal schauen. La 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 la. Oh Gott, jetzt fängt die Katze auch noch an zu singen. Gegen die Heat. Miami Heat. 350 VC vorne ab. Das ist gut. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt irgendwie dann am Ende der Saison traden sollte oder nicht. Ob ich dieser Mannschaft hier die Chance geben soll. Ob wir vielleicht versuchen sollen, mal dieses Team hier in die Playoffs zu führen in der nächsten Saison. Wie gesagt, da bin ich mir mehr als unsicher. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir diese Saison nicht mehr in die Playoffs kommen werden. Nach dem Debakel gestern, also keine Ahnung. Da kann ich mir nicht vorstellen, wie das irgendwie noch irgendwo hinführen soll. Andererseits, man weiß es ja nicht. Man hat ja schon viel erlebt im Leben und gesehen im Sport. Also, werden wir sehen. This is the NBA on 2K Sports. Hi everyone, Kevin Harlan joined by Clark Kellogg and Steve Kerr with our sideline reporter Doris Burke. Wir verlieren voll oft beim Jump Ball. Between conferences, it's East versus West where the Miami Heat will be looking to make a statement. They beat the Nuggets during their last encounter in Denver. And they made their mark defensively that day. That was what was, I think, most impressive. Schön aufpassen hier. Caused a lot of problems in the paint. Well, they spent a lot of that game in the air and got their hands on a lot of shots. All right, let's set the floor. Okay, Wurfzeitüberschreitung. Und nach meiner Meinung habe ich auch genau Block zählt. Wunderbar. Foyle is out there with Lawson. Then it's Wilson Chandler and it's Hickson. And at the pivot spot, manning the middle. Here's Chandler. Lawson up top. Chandler outside. Back to Lawson. Ich war's. Scheiße, Mann. Ich hab noch gedacht, ich muss raus. Block und ein Turnover. Hebt sich beides wieder auf. Well, Denver in the post-Mellow years has been a collection of good players, but you always have to wonder if they'll have a low ceiling because this team just has a so-called superstar. And he's on the board early. The first to strike there. Nice hoop. Denver with the ball. Tough loss coming against the Rockets in the last game they played. And you don't need to dig too deep into the box score to figure out why they lost the game. I mean, their shooting percentage was abysmal. You know, sometimes we talk about... Zwar haben wir hinter dem Korb, deswegen konnten wir da nicht wirklich zum Rebound gehen. Und die haben den nächsten Punkt gemacht. Okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das unterbrechen, bevor die jetzt in ihren Rhythmus kommen. Oh, fuck. Ja, wir sind viel zu langsam. Da brauchen wir uns gar nicht anstrengen, dass wir hinterherkommen. Da sind wir zu langsam. Not bad for a player of his size. Not bad at all. How about that spring coming out of those legs? Now here's Chandler, averaging 10 points per contest. Lawson outside. Bisschen Raum frei gemacht, sehr gut. Solid screen right there that freed him up for the jump shot. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie jetzt mannschaftsdienlich auch ein bisschen spielen. Wenn wir den Ball nicht bekommen, dann bekommen wir ihn halt nicht. Dann machen wir Screens und dergleichen. Oh nein. Sehr gut für uns. This is a team that really competes at the defensive end of the floor, guys. They play hard and they play together. They are really tough to score upon. Okay, hat wieder gepunktet. Sehr gut. Wow, he was just wide open there. That's way too easy. For Miami, they ja, und warum war er so frei, wenn wir den richtigen Screen gesetzt hatten? And it's Wade penetrating. Der macht uns nass, der Drecksack. Wie er immer an uns vorbeizieht, ey.
You know, one thing you have to give Coach Eric Spoelstra credit for is he's not wedded to just one approach. I like his ability to be flexible. You remember after the 2011 finals, for example, he really went back to the drawing board and changed Miami's offense to their small ball approach, but also wanted to get LeBron inside more. And the result has been a couple of championship rings. Here's Cole, averaging 9 points per contest. Wade a screen on Lawson. Down to 5 on the shot clock. Here's Dang. Ach man, leck mich doch. Macht er den Dreier rein. Right there, we saw Bosch opened up space for the shooter. Well done. And talk about Coach Spoelstra staying open to new ideas. He spent time in the summer studying football coaches and their techniques. Yeah, kind of an interdisciplinary interest in greatness. And, you know, that's what goes into building a champion. Spoelstra, very intense. Auch krass, dass der Coach von den Heats dann Football-Coaches studiert und versucht, von denen die Trainingsmethoden irgendwie zu integrieren. Steve, their percentage from the floor is really impressive up to this point. Now, here's Chandler. Still getting warmed up offensively. Komm hier nicht irgendwie hin, ne? Keine Rebounds, kein gar nichts. Nur defensiv. Jawohl, Assist auch noch und extra Punktchance. Ausgewechselt worden. Gut, kommen wieder rein. 13 zu 12. Und wir sind im Ballbesitz. Hoffentlich kriegen wir hier die Führung noch raus am Ende des ersten Viertels. Scheiße. Timeout. Sekunden. Die dürfen halt nur keinen Korb machen. Das wäre schon ideal. Now Chalmers. He got it up that time. Perfekt. Nur ein Punkt Unterschied. Und dann können wir jetzt im zweiten Viertel ordentlich nochmal aufdrehen, hoffe ich. Keine Anweisung. And before we move on, what do you guys think about what we've seen so far from the Heat? And the defense has been key in building this lead. They've really clamped down hard. They've done a nice job, Steve. I think challenging every shot, a hand up on every shot. Whoa! For the Nuggets right now. Austin running point with a follow and Gallinari on his side. Was ein Monster Block, ey. Wurden wir hier nass gemacht. Really opened up for him there. He sure did. A good job getting it started before the defense can get itself set. Norris Cole played his college ball at Cleveland State, but was a state champion at Dayton Dunbar High School. He's a quick scoring guard who the Heat bring in off the bench, not only to push the tempo offensively. Er hat uns schön ausgeboxt. Habt ihr gesehen, wie er uns da aus der Zone raus, aus der Zone rausgezogen hat? Scheißen Dreck, ich hasse es. Okay. But he's accepted his frame and his finesse game, saying, quote, it's different now. The game is a lot faster. I don't bang anymore. Danke dir. It's not my strength and I understand that. He's become more perimeter oriented. Scheiße, wir treffen aber überhaupt gar nichts, ne? You do get one more point for threes. Gentlemen, over to you. Perimeter shooting big men. Very much in demand, Doris. Thanks. Back to Dan. Shot clock at 6. Wir waren dran, das hat gut geklappt, dadurch hat er nicht getroffen. Lawson against Wade. Lawson with it. Er muss jetzt gehen. Out to Gallinari. He feeds it to a follower. Er hat's gemacht, sehr gut. Oh, Mann. Aber ansonsten wäre er auch da gewesen wegen Rebound. Ah, scheiße, wir waren so weit weg. Kacke, ey. Oh, Mann. Boy, they are just destroying them in the paint. You could say that again, Steve. The defenders just aren't aggressive enough down low. Was soll das jetzt? Timeout.
Werden wir wohl ausgewechselt. Fast komplette Mannschaft wird ausgewechselt. Okay, Halbzeit. 6 Punkte zurück. Der Trainer ist wohl nicht so zufrieden. Well, I'm with Eric Spoelstra, and obviously, Coach, some great work tonight on the defensive side of the ball. How does the team's defense play into your offense? It just energizes us. We have. Mal gucken, was unser Coach zu sagen hat. Okay, guys, let's focus and get down to business. Now, here's a few things I took away from the first half. We couldn't get anything going on inside, and those are points we have to have. We've got to spread the floor and get the room we need in the paint so our bigs can go to work down there. Ball security has been another one of our strong suits today. Turnovers haven't been an issue at all. Let's keep that a focal point. And let's get bodies to the offensive glass for the rest of the game. I mean a lot of bodies. They won't hurt us on the break. Don't worry, just get to the boards. Okay, also werden wir wahrscheinlich offensiv Rebounds bauen müssen. We can take their best punches and hang with them. Now it's time to hit them with everything we got and see how they handle it. Okay. Ich soll zu defensiv Rebounds gehen. Okay, alles klar, auch in Ordnung. D-Wayne really playing well in this one. I like that he didn't force anything in that first half. His decision making was really flawless. That being the case, Steve, I think they want him to be more assertive in the second half. Look to take more shots. Be a little more shot hungry, even the tough ones. Dang and McRoberts holding down the forward spots. Norris, jawohl. Wayne Wade combine at guard, and it's Bosch in at the five. That's the group in the game for the Heat. Gut, wir haben 2 Punkte gemacht. So, jetzt müssen wir Defense machen und vor allen Dingen zu den Rebounds gehen. Die Nummer 4 ist aber ganz schön scheiße, muss ich sagen. Die liegt mir nicht gut, was die Verteidigung angeht, weil er so viel hin und her sich bewegt. Oh yeah. Komm, Lawson! Scheiße, rückwärts. Wade with the defensive effort. Dang passes to Bosch. Okay, vorher hat einen Foul gemacht. Drawing the whistle on a lot of contact there. D-Wade draws a ton of attention for his explosive offensive talent. People tend to forget what an impact player he is in other facets of the game as well. I mean, he gives you rebounds, assists, steals, block shots. I think it's his all-around game that has him. Wir müssen gucken, wir müssen das Spiel irgendwie in die Hand nehmen, denke ich. And Wade with long arms, athleticism, great timing, one of the all-time great shot blockers among guards. In fact, for his career, averaging about a block a game to go with 2 steals as well. So a terrific nose for the ball. Super Hexen. Ich hab gedacht, wir probieren es einfach mal. Ein Rebound war ja möglich und das hat ganz gut funktioniert. Yeah, they've got to do a much better job of going harder than that to the glass. Here's Wade. That's good. Wade Scheiße. This and Wade a very good one-on-one defender, but the Heat had the luxury of often putting him off the top score on the other side. Yeah, and with Luol Deng, he can guard Rebound. The point of attack. Punkte. Es läuft. Es läuft. Like a free safety, using his speed to pick off 4 Punkte Unterschied und wir werden ausgebuht, also machen wir was richtig. 2 minutes gone in this third quarter now. Deng, ich hasse diese Beschleunigung, die die 4 hier hinbekommen. Deng kicks to Wayne. Good ball movement here by the Heat. 7 Sekunden noch, das heißt, sie müssen bald werfen. Ach, und wie sie geworfen haben, ey, leck mich doch. Super Pass, ey, das wird bestimmt Assist of the Game. Lawson drives in. Here's Little General. Kicks it to Hickson. The shot by Chandler. Jawohl. Gets a very good look. Sehr gut. Chandler's got 7. Just over 2.5 minutes gone by here in the second half. Schön freigestanden die beiden auf der linken Seite eben. Now here's Wade. 10 points for him. Scheiße. Immerhin nur 2 Punkte. Wir müssen irgendwie rankommen. Es muss langsam in der Defense auch ein bisschen klicken.
bin ich der Meinung. Chandler, the pass to Ford. Rocket six. From 10 feet out. Super. Here's Hixon. No luck. Scheiße, nicht rangekommen. More often than not today, those shots have not dropped for him. That is good. And now an 8-point Miami. Das ist nicht gut. Das haben sie sogar noch einen Punkt wettgemacht. You don't always throw it to your teammate. You throw it to where he needs to be. Lawson dishes to Ford. Okay, helfen wir mal. Hat's gemacht, super. With the screen and drills the jumper. Foy's got 7 points in the game. Und zurück. 2 Minuten noch. Was soll ich denn machen? Kackvogel. Wade drives in. Wow, hat ihn umgedreht. Jawohl. Now here's Hixon, guarded closely. Sehr nice. Nächste Punkte. Und auf einmal haben wir eine 50%ige Wurfquote. Das heißt, wir haben gar nicht so viel geworfen. Vorher. Lass den doch nicht zum Defensive Rebound kommen. Ich meine, ich kann den Coach irgendwo verstehen. Scheiße, ey. Some big points there. I mean, they got him on a nice play to get the ball right to the bucket. That's what they're looking for down the stretch, Clark. More of the same. Get it inside. Gehen ihm mal helfen. 7 points in the game. Chandler kicks to Lawson. Dishes it to four. Er hat's gemacht, ein Dreier. Wunderbar, Mann, Junge. 3 Punkte Unterschied. Like the focus that they're showing here in the second half. I see a lot more effort as well. I mean, it's amazing when you lock in mentally and bring some energy and intensity, things can pick up in a positive way for you. Offensive rebound. Scheiße. And Cole kicks to McRoberts. Oh, fuck, fuck, fuck. McRoberts shot is good. Warum bin ich denn da gesprungen, ey? Looked like the defense kind of backed off him and he took advantage. The Nuggets trail by 5. Passes it to Little General. Into J.J. Hixon. Jawohl! Nächster Assist. Hixon's got 4 points in the quarter. They're on track here in the second half. After their less than impressive first half. I mean, I think they came out with some tired legs to start. But they've turned it around. They found some energy. And they look a lot more active and engaged. Here's Cole. Boah, Mann, ich wäre beinahe dran gewesen. Scheiße. Cole's got 9. Boy, nice work inside. Tough to get that shot over a big defender like that. Oh, that takes skill and creativity, Steve. Particularly on Fuck the it. To make sure he doesn't get a hand on it. 5 Punkte Unterschied. Letztes Viertel wird entscheiden. Ärgerlich, ey. Mann. Leading by 5. And we'll be back with you right after this. Nein, gucken wir doch mal. We have the chance now, folks. Let's go to our State Farm. Oh, wir haben den Assist of the game gemacht. We get a chance to see this one again. Thank you, Lonnie, and the truck for showing. But it's passing like Sauber. This that makes the basketball purists happy. This is the beauty of the game right here. Substitution. Wir sind dick gelobt worden. Keine Anweisung. Immer noch 5 Punkte Unterschied. 3 Minuten 42 noch. For Mario Chalmers. So out there for the Nuggets right now. Little General in at power forward. Lawson out there with 4. And there's Hickson. Schon mal nach außen gegeben. In at the 3. Und dann ziehen wir jetzt rein. Little General. Scheiße. Bosch has got 4 rebounds in this game. Here's Cole. Fuck. By Wilson Chandler. Okay, gut. Well, the effort was there, but he just couldn't quite fight his way through traffic. Lawson drives in. Scheiße. Wir können hier nicht so rumrennen, weil wir keine Ausdauer und nichts haben. Ich will die nicht verballern. 7 Punkte. Scheiße.
Looking at Miami, they took their win in their last game against the Trailblazers. Oh, in the screen. Scheiße, leck mich doch. Yep, that's right. That'll get their attention. They're starting to go in the wrong direction in terms of turnovers. Fuck it. Okay, jetzt können wir streng uns an. Is checked in for Anderson. And it's Dang in for Danny Granger. Here's Wade. No good off the front iron. The defense better not make a habit of giving him that shot. I mean, he doesn't miss many of them. Fuck it. Foyer, Glück gehabt. Glück gehabt, dass er da noch angekommen ist, ey, nachdem ich die Scheiße gebaut habe. Here's Cole. Haben 45% Korbwurferfolg im Moment. Die Heats haben 49. Laut Einblendung. Feeds to McRoberts. The 10-footer. And again, it's the Heat missing. Glück gehabt, obwohl wir an ihm vorbeigeflogen sind, hat er nett gepunktet. An elementary shot. He looked a little nervous on that release. Watson outside. They set the pick. Schon wieder, ey, leck mich doch, was soll denn das? Fuck it, ey. So lächerlich. He was going to be called on that foul either way. Here's Cole. It's hauled in by the Nuggets. Little General's got his ja, team on with that last one here tonight. Danke dir. Releases from 15. Hicks, man. He's one guy the defense is not afraid to leave open from that range. And for yeah, Rückspiel. 1 Minute 32 noch. Timeout. Ich glaube, wir werden nochmal ausgewechselt. Ne, bleiben drin, okay. Hickson, Hickson. Jawohl. 3 Punkte nur. Anstrengen, anstrengen. Jetzt wird's hart. Das merkt ihr daran, dass immer die Timeouts geflogen kommen. Immer noch drinne. Oh, gut, aber auch nicht so gut. Weil die Heats sind immer noch im Ballbesitz. That's the pick for Wade. Good. Good on that time either. Awesome defense. I mean, he'll hit those. Wie ein umgedrehter, hat jetzt gesehen. Der ist ja krass drauf. Der hat ihn einfach umgeworfen oder hat ihn geschubst. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Einfach umgeschubst. So nach dem Motto, weißt du was, jetzt reicht's mir langsam. Ich mache jetzt die Punkte. Here is McRoberts, just 5 on the clock. Baseline J on the Scheiße, man. Yes. That is a clutch shot if I've ever seen one. Yeah, very gutsy there. What more can you say? He got it done at the best time. And Lawson with the drive. He dishes it to Hickson. Jawohl! Immer noch ein Punkt dran. He's starting to heat up, causing this defense a lot of problems. They've really got to find a way to disrupt and distract him, take him off his rhythm. Muss nur an den scheiß Ball kommen und punkten. Scheiße, wir müssen einen Dreier machen. Now four. Ich hab gedacht, wir könnten es mal probieren. Scheiße. Exactly. I mean, that's self-inflicted damage right there. There are a lot better options than what he took. Now here's Dang, and that's an intentional. Yeah. That's right. No other option but to foul and hope for some misses. Yep, you gotta extend the game here. Try to keep that clock from moving. Sache ist eh gegessen. Knappe Kiste am Ende noch geworden.
Der erste hat er nicht getroffen. Vielleicht trifft er den zweiten auch nicht. Dann hätten wir noch genug Zeit. Jawohl. Los, Jungs. Oh, fuck. Naja. Es war schon okay, denke ich, im Großen und Ganzen. Wie immer. Ein Auf und Ab. Heftig, ey. Coach-Zufriedenheit, da haben wir 25 VC verloren, also müssen wir aufpassen in Zukunft, was das angeht. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was in Athletik nochmal reinpacken können oder so. Weil, dass wir so langsam sind und so wenig Ausdauer haben, das stört mich schon wirklich. Okay, Glückwunsch, Upgrade freigeschaltet. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Gehe zum Attribut-Upgrades-Menü und gehe den nächsten Schritt, um einen einzigartigen Mein Spieler zu erstellen. Haha, was ist das denn? Das ist ja verrückt, was ist das? Bin immer gespannt jetzt hier, ne? Prozent Coach-Zufriedenheit. Das ist ja abgesagt, ey. Heftigst. Allzeitgröße. Ja, aber was soll denn das sein? Komisch. Angeblich irgendwas freigeschaltet, was gar nicht da ist. Du hast folgendes gekauft, Update-Stufe 4, das passt. Screen, das haben wir schon. Allzeitgröße. Haben wir schon. Enforcer haben wir auch. Entspannt haben wir auch schon gehabt. Freundlich hatten wir. Arbeitsmoral hatten wir auch. Schulterklopfer hatten wir auch. Hör auf, Katze, Mann. Würde ich sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.